Herren des Waldes ist unsere aktuelle Mission bei dieser Episode. Und ich bin gespannt, was auf uns zukommen wird, denn wir wissen ja, dass wir in der letzten Episode schon ein paar Neuigkeiten erhalten haben, ein paar wichtige Nachrichten, die uns der Baron anvertraut hat, nachdem wir ein paar Quests für ihn erledigt haben. Langsam. Und hier irgendwo soll sich eine Hexe befinden im Sumpf, die wohl Kontakt irgendwie mit Ciri hatte und Ciri sich eben mit ihr überhaupt nicht verstanden hat. Mal sehen, ob wir diese Hexe finden. Ich bin sehr gespannt. Überall sind natürlich irgendwelche Markierungen. Und wir sind ja eher schon eine Art Detektiv geworden, die ganze Zeit nach der Suche hier von Ciri, genau wie die wilde Jagd es natürlich auch tut. Da hatten wir schon ein paar Konfrontationen mit der wilden Jagd. Und bei dieser Morgenstille ist es hier gar nicht angenehm, alles zu sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was Geralt hier erwarten wird. Und bisher scheint sich auch nichts zu ergeben, was ich untersuchen kann. Sonst hätte ich das getan. Dort ist hier gleich natürlich ein Schatz. Den hole ich mir gleich. Ich liebe Schätze. Da war ein bisschen Orange unter anderem. Und diese ganzen Raben, diese triste Atmosphäre, das ist unglaublich. Bei dieser, ja, überhaupt auf dieser Oberfläche ist hier sowieso nichts Vernünftiges zu sehen. Aber umso interessanter für uns, wenn wir diese erforschen. Mit Level 12 ist das einigermaßen gut machbar. Wir sind an einem Dorf angekommen. Was ist das? Und stahl dem Koch den Brei. Da nahm der Koch den Löffel und schlug den Hund entzwei. Darauf ließ er ihn bluten und zog ihm ab das Fell. Und freute sich jetzt endlich, ist Schluss mit dem Gebell. Der Koch ist ein Gemeiner, drum zahlen wir es ihm heim. Wir machen jetzt ein Feuer und kochen ihn zu Leim. Ene mene mu, das Feuer, das machst du. Interessanter Reim. Wir kennen dich nicht. Geh weg! Ich suche nach den Hexen des Buckelsumpfs. Du siehst selber wie eine Hexe aus. Die Hexen? Im Sumpf? Wir dürfen nicht in den Sumpf. Oma erlaubt's nicht. Als mein Bruder Zemek verschwand, meinte Oma, er hätte sich im Wald verlaufen. Danach hat sie dauernd geweint. Er könnte doch noch wiederkommen. Eine junge Frau hat sich im Sumpf verirrt. Sie hat aschblondes Haar und eine Narbe im Gesicht. Habt ihr so jemanden gesehen? Hier gibt's keine Frauen. Und was bin ich? Du bist keine Frau. Frauen haben Titten. Das stimmt. Als die Armee hier war, habe ich mal einen Alten sagen hören, versteckt die Frauen im Wald. Ihre Titten verwirren die Soldaten. Das quält die armen Jungs. Das hat er gesagt. Ist hier noch jemand außer euch? Wen meinst du? Jemanden, der die Frau gesehen haben könnte. Der sechsäugige Baum vielleicht? Der hat das ganze Jahr geschlafen, aber Hansi nicht. Was soll das heißen? Was ist das für ein Geplapper, hä? Hier ist der Zutritt verboten. Nur für Kinder nicht. Für meine Kinder. Wer bist du? Mit Schwertern wie ein Bandit. Ich rede nur mit den Kindern. Hab sie nach einer jungen Frau gefragt. Ich war ein hübsches Mädchen mit einem langen Zopf. Hat meine Mutter geflochten. Ich hatte Kleider mit Blumen drauf. Vielleicht hast du sie gesehen. Jung, aschblondes Haar. Deine Verlobte? Meine Tochter. Tochter. Meine lieben kleinen Töchter. Wo sind sie jetzt? Sind sie vielleicht verletzt?
Hilf mir bitte. Ich will nur wissen, ob du eine junge Frau mit aschblondem Haar gesehen hast. Was schaut ihr so, Kinder? Wascht euch die Hände, wir gehen Grillen fangen. Von dir erfahre ich wohl nichts. Nein, ich weiß ja auch nichts. Hansi weiß bestimmt was. Er weiß viel. Wenn ich ihn was frage, sagt er, warte, ich kratz mir den Arsch und sag es dir. Pfui, so ein Wort. Was redest du nur? Ab zur Hütte. Du stellst dich in die Ecke, dafür werde ich sorgen. Du, verschwinde. Verschwinde! Wie ist denn bitte die Oma drauf? Charaktereintrag hinzugefügt. Oh Mann, Mann, Mann. Kindergarten, oder? Geh zur Hütte und sprich mit dem Jungen. Ja, da will ich mal gleich hier Sense machen. Was soll das hier? Total am Tod tadeln hier. Da bin ich mal gleich gespannt, ob wir hier überhaupt auch willkommen sind. Ich glaube nicht, dass das unser einziger Besuch hier sein wird. Aber fängt ja schon mal gut an. Die Großmutter. Und Travik. Wer weiß, ob sie von der Oma verprügelt wird. Du kannst hier nicht rein. Darfst du nicht. Ich will nur mit dem Jungen reden. Geht nicht. Nicht erlaubt. Ich rede sowieso nicht mit dir. Oma mag dich nicht. Und Hansi gibt es gar nicht. Und Fremde stehlen Kinder. Ich habe nur eine Frage. Du sollst nichts fragen, Fremder. Man darf nicht mit Fremden reden. Können wir jetzt essen? Suppe mit Schwarte. Hörst du? Er hat Angst vor dir. Mach meinen Kindern keine Angst. Herrin des Waldes, ich glaube, die mag uns gar nicht. Ich gehe mal direkt hier raus. Vielleicht sind wir ja hier irgendwie willkommen. Finde einen Weg, die Großmutter von der Hütte wegzulocken. Komm, wir reden mal mit den Knirpsen. Der Typ hat schon gleich da ein Pfeil und Bogen in der Hand. Das ist ja aber auch normal so, dass die meisten Kinder sich eben hier an die schwarzen, sprich Nilfgaarder Soldaten, ein bisschen Idol nehmen. Aber hier sieht's wohl echt sehr, sehr verlassen aus. Der sieht hier auf jeden Fall nicht sicher aus. Ich werde die mal gleich hier alle abfragen. Am besten den Typen hier, der Soldat werden will. Der Genny. Warum wollt ihr nicht über Hansi reden? Wenn ihn einer von euch kennt, kennen ihn doch alle. Hansi ist nur sein Freund. Sie sammeln Pilze und jagen Schnecken. Oma sagt, Hansi wäre erfunden. Tut Oma euch weh? Das finde ich interessant. Behandelt eure Oma euch gut oder tut sie euch weh? Nie. Sie weint, wenn wir böse sind. Sie hat Angst, dass Fremde uns holen. Wir dann weg sind. Das Mädchen, das ich suche, ist in Gefahr. Helft mir, eure Oma aus der Hütte zu locken, damit ich mit Hansis Freund reden kann. Na gut, aber du musst auch was für uns machen. Verstecken spielen. Macht Oma nie. Sagt, ihr tun die Füße weh. Gut, versteckt euch. Aber wenn ich euch finde, helft ihr mir, mit dem Jungen zu reden, der Hansi kennt. Der glaubt, er findet uns so einfach. Der hat sich noch nie vor den Schwarzen versteckt. Nicht gucken. Und du musst laut zählen. Alle Finger. Und die Zehen. Eins. Zwei. Drei. 18. 19. 20. Alles muss versteckt sein. Herrin des Waldes. Das ist ja mal cool, Verstecken spielen. Ja, Geralt hat sowieso so eine Sympathie, auch für Kinder unter anderem. Er hat ja nicht umsonst irgendwie Ciri irgendwie adoptiert. Die haben ja sowieso eine super gute Bindung zueinander. Da Ciri auch königliches Blut in sich hat. Aber hier sind schon die ersten Markierungen. Durch die Hexersinne mit unserer Wolfsicht. Die Kinder finden. Ah, da. Sehr schön. Hab dich. Komm raus. Wie hast du mich gefunden? Ja, das ist eine gute Frage. Wenn die wüssten, dass ich hier so ein halber Wolf bin, zumindest Wolfsfertigkeiten habe, das mag ich sowieso an Geralt. So, und jetzt ist hier irgendein Weg. Fußspuren.
Okay. Etwa hoch? Tatsächlich. Vielleicht ist er ja auf dem Dach, wer weiß. Komm, ich muss hier irgendwie hoch. Das kannst du doch, komm schon. Jawohl, komm. Volle Pulle. Und jetzt? Hier runter? Ah, wartet mal. Wir hören da was. Cool. Sehr schön. Longitudinal und transversale Audio. Stimmen. Ja, der kichert sogar da. Der ist sogar im Stroh. Ja, ja, kenne ich von Assassin's Creed hier sehr, sehr gut. Da bist du. Du kannst rauskommen. Mega cool. Das finde ich cool gemacht. Das finde ich richtig cool gemacht. Hier ist, glaube ich, auch noch eine Person. Vielleicht hier im Gebüsch. Oh ja, hier auch noch. Ich kann dich sehen. Passt mich. Die Kinder sind irgendwie emotionslos, ne? Hasst mich. Da kann noch ein bisschen mehr Wärme raus, oder? Ein bisschen mehr Wärme in der Stimme unter anderem. Und was jetzt? Hier ist auch noch was, ich glaube. Auf dem Dach. Nee, auf dem Dach kann ich. Auf das Dach kann ich nicht. Eventuell hier? Tatsächlich. Okay. Ich glaube, wir haben jetzt alle. Ich habe alle gefunden. Du bist ein Zauberer, oder? Zauberst du uns bei der Hütte was vor? Nein, ihr habt mir was versprochen. Ich habe euch alle gefunden. Jetzt müsst ihr mir helfen, mit Hansis Freund zu reden. Na klar, haben wir ja versprochen, oder? Hummel hat Jagna in den Arsch gebissen. Oma, komm! Keine Angst. Ich weiß nichts. Ich tu dir nichts. Wo ist Oma? Beschäftigt. Ich will nur mit Hansi reden. Vielleicht weiß er mehr als du. Du tust ihm doch nichts. Er ist echt, nicht erfunden. Ich werde ihm nichts tun. Hansi war oft hier, weil Oma ihn gerne singen hört. Beim Pilzesammeln hat er gesagt, dass er im Sumpf ein Mädchen mit aschblondem Haar gesehen hat. Wo finde ich Hansi? Am Sumpfrand gibt es eine kleine Wiese mit so einem komischen Baum. Schau dich da um. Da findest du ihn. Danke. Also dem hätte ich jetzt gerne noch so einen Snickers oder so in die Hand gedrückt für die Information. Es geht ja hier immerhin um Ciri. Und da werde ich direkt hier mein Pferd nehmen. Wer hat hier Arsch gesagt? Schlimmes Wort. Sehr stark. Sehr stark. Und die Nummer da mit der Oma hat auch auf jeden Fall gut geklappt. Und jetzt ab, zurück da nach hinten. Mal sehen, ob wir Hansi finden. Und welche Informationen wir da irgendwie erhalten werden, wegen Ciri. Und hier sieht's... Nicht so schnell, Plätze. Ich hab da was gehört. Ertrunken, ne? Und das sieht hier auch so aus, als ob wir Minotauren sind, ne? Schaut euch mal diese Köpfe an. Das sind so Minotauren-Köpfe. Hey, ich will durch. Okay, da hinten sind gleich Ertrunkene, die nehmen wir gleich auch noch mit. Zum Mittag. Na, was ist los? Freut mich. Lange nicht gesehen. Wenn Hansi sehr schön ist, muss er Spuren hinterlassen. Hier ist gleich die erste Spur. Kleiner Fußabdruck. Hansi ist hier lang gekommen. Die Frage ist, wo lang? Und der Grund eigentlich, warum wir hier eigentlich sind überhaupt, ist, weil wir mit einem Agenten namens Hendrik Kontakt hatten. Und der hat uns halt eben hierher empfohlen und uns natürlich alles Wichtige anvertraut.
Das ist schon interessant hier. Ist schon eine haarige Nummer. Dass wir mal von A nach B gehen müssen. Da habe ich gleich aus Versehen den Donnertrank geschluckt. Das war nicht so empfehlenswert. Okay, wo lang? Der Weg führt immer weiter fern vom Dorf. Der geht schon weit weg, oder? Shit. Hier ist was. Hier muss was sein. Hier ist irgendwas faul. Also von hier hinten sind wir gekommen. Das bedeutet, dass ich dann eventuell die Fußspuren, wenn ich die von hier aus verfolge, kann ich vielleicht ein bisschen eruieren, wo der Knirps hingegangen ist. Die Spuren führen zu einem Bau. Was da wohl drin ist. Oh Mann. Dann rufen wir mal Hansi. Hansi? Was? Hab keine Angst. Shit. Bist du ein Booker? Ein Lutin? Ah, ein Göttling. Ihr seid selten geworden. Ich suche ein Mädchen mit aschblondem Haar. Hast du sie gesehen? Sag mir alles von Anfang an. Wo hast du sie gesehen? Was hat sie gemacht? Es ist wichtig. Warum nicht? Was ist los? Kannst du nicht reden? Warum nicht? Hast du die Stimme verloren? Kann ich dir irgendwie helfen? Soll ich dir folgen? Ich habe wohl keine Wahl. Shit. Okay, einen Moment, einen Moment. Das zeige ich dann später mit dem Charaktereintrag von Hansi. Erstmal folgen wir dem. Der Junge tut mir irgendwie leid, wenn ich ehrlich bin. Und die Art von Kreatur kenne ich auch nicht. Oh. Könnte sein, dass wir Besuch bekommen. Yep. Kein Problem. Das kennen wir. Ertrunkene. Alltägliches Brot von uns. Komm schon, beweg dich. Bleib dicht bei mir. Oh Backe, oh Backe, oh Backe. Heiliger Bimbam. Na, immerhin habe ich einen ertrunkenen Gehirn gerade mitgenommen. Drei Gehirne schaden nie. Wohin will der? Hier also? Ich sehe mich mal um. Ist da was auf dem Sims? Etwas, das dir die Stimme zurückgibt? Dann muss ich wohl hochklettern. Boah, der Kleine freut sich. Der Kleine freut sich. Allerdings gibt es hier wohl nur einen Weg, der nach oben führt. Ich werde diesen Weg hier nehmen. Wer weiß, ob wir da überhaupt auch eine Kreatur oben finden, weil das ist ja meistens so. Sieht da eher aus wie ein Nest, wenn ich ehrlich bin. Oh Mann, ey. Es ist schon heftig hier. Sehr heftig. Ich sag doch, das ist ein Nest. Vielleicht hat er diese Flasche gemeint. Könnte gut möglich sein. Jetzt ab nach unten. Ich komme, Kleiner.
Schön runterflutschen hier. Hier. Schnaps, Schlängeln, Ringelflechte, Müll, Hummel, verblüfft. Ach, wie toll das klingt. Peter Pippel pflückt Prinz Proximo pudrig pfeffrige Ponta-Pastinaken. Fertig gefeiert? Meine Lieblingswörter. Ein Leben ohne den Klang von hanebüchenen Haubentauchern ist, als würde man durch einen Stofffetzen an Schnecken lecken. Danke dafür, edler wer auch immer. Lang mögest du leben. Warte mal, ich hab dir geholfen. Hilf du mir auch. Du gedenkst, diesen Akt des Altruismus mit einem gemeinen Geschacher, um Gefallen zu garnieren? Ich suche nach einer jungen Frau mit aschblondem Haar. Hast du so jemanden gesehen? Und ob? Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Ich erwachte und ging mich erleichtern, wie wunderbar es ist, bei Sonnenaufgang zu defekieren. Und plötzlich ein Rums, so laut, aber das war nicht ich. Und da ist sie, wie aus dem Nichts. Jung, aschblond, ganz wie du sagst. Verwundet und völlig außer Atem. Zischt ab in Richtung Kinderhütten, als wären die Muhmen hinter ihr her. Ich fluchte ihr nach. Sie hatte mir den Morgen verhagelt. Aber ich hatte die Stimme verloren. Da hat sie mich wohl nicht gehört. Sie rannte also zum Waisenhaus. Dann könnten die Kinder was wissen oder die alte Frau, die für sie sorgt. Die alte Schachtel redet nicht mit Fremden. Und du bist ein Fremder. Redet sie mit dir? Ich habe meine Art, mit ihr zu sprechen. Also gut, du hast mir geholfen und ich bin kein Flegel. Komm mit. Na, das ist gut, Hansi. Ich dachte als erstes irgendwie, dass diese kleine Hansi, dieser Zwerg, überhaupt weiblich wäre, feminin wäre, aber dem ist leider nicht so. Das wundert mich so ein bisschen. Ich habe ehrlich getippt hier eher, dass der ihr maskulin ist, ein Mann ist, der irgendwie seine Stimme verloren hat. Und dann kommt so eine Pimmelstimme raus. Aber was soll man da machen? Verdammt. Ja, ja. Hol ich mir gleich. Keine Sorge. Komm schon, Mutterweib. Big Mama. Gute Nacht. Krass, ey. Dieser Sumpf ist schon erschreckend. Erschreckend. Also sicher ist es hier nicht. Und hier so leben würde ich auch nicht gerne. Es ist schon Hammer, die Atmosphäre. Ich hoffe, wir können da irgendwie an Konversation irgendwie bekommen oder sowas, weil ganz ehrlich, andere Möglichkeiten haben wir hier ja nicht, ne? Vielleicht klappt's ja. Die Luft ist rein, keine Muhme in Sicht. Ich muss der Oma was vorsingen, das beruhigt sie. Wenn die Sonne schlafen geht und die Lichter aus sind, kriecht der Mondschein aus dem Fenster und so sanft träumt das Kind. Du hast deine Stimme wieder. Ja, obwohl ich irgendwo eine Oktave verloren habe. Ich suche sie, wenn ich daheim bin. Du darfst nicht hier sein, Hansi. Hättest nicht kommen sollen. Nur ruhig, Oma. Nicht aufregen. Das bekommt ihr nicht. Die Frau, nach der ich vorhin gefragt habe. Vergib, Oma, aber dieser Mann muss unbedingt mit den Herrinnen sprechen. Das ist nicht erlaubt. Bitte, es ist wichtig. Er wird ganz still sein. Oma, bitte hör zu.
Ich habe die kleine verirrte Jadna gefunden, oder? Genny vom Fieber geheilt und nichts verlangt. Nicht mal über meine gestohlene Stimme habe ich mich beklagt. Aber jetzt will ich was, Oma. Hilf dem Mann hier, sonst geht er mir Tag und Nacht auf den Geist. Sogar auf den Pott. Er sucht ein Mädchen und vielleicht wissen die Herrinnen, wo sie ist, hm? Tja, wenn du es so sagst, Hansi, ich werde ihm helfen. Komm mit mir. Was will die Oma hier eigentlich uns anvertrauen und was war das bitte für eine Bekanntmachung mit diesem Hansi? Diesem kleinen Geschöpf. Ziemlich große Augen. Ich dachte schon eher an Herr der Ringe, Sauron, aber ganz ehrlich, damit hat das ja natürlich nichts zu tun. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte hier. Und ich bin gespannt bei der nächsten Episode. Bis dahin.